präsentiert von photoshoppodcast.de, Ihr Profi-Cast für digitale Bildbearbeitung. Aus dem Histogramm lesen Sie eine ganze Menge Informationen über ein Bild. Wie Sie das Histogramm interpretieren, aber auch für Bildkorrekturen nutzen, erklärt dieser Film. Während Ihres Entwicklungsprozesses im RAW-Converter sollten Sie niemals auf das Histogramm verzichten und immer einen Blick auf den rechten oberen Teil Ihres Konverterfensters richten. Das Histogramm zeigt Ihnen die Statistik Ihrer Tonwerte. Das heißt, hier können Sie sehr schnell erkennen, wie die Tonwerte im Bild verteilt sind und ob Sie problematische Bereiche zu korrigieren haben. In dieser Lektion möchte ich mit Ihnen einige Beispiele durchgehen, mir das Histogramm dazu angucken und Ihnen zeigen, was man aus diesem Histogramm erfahren kann, beziehungsweise wie man diese Erfahrungen in Entwicklungsschritte umsetzen kann. Eines sei vorweg gesagt, es gibt kein ideales Histogramm. Da das Histogramm Ihr Bild repräsentiert, gibt es kein Histogramm, das man anstreben sollte, jedes zeigt genau das, was in Ihrem Bild vorhanden ist. Wenn ich jetzt also mal die Motive hier wechsle, sehen Sie, dass mein jetziges Histogramm sehr sich in den mittleren Bereichen abspielt, dass zum Beispiel aber ein Histogramm, was sehr vom Licht- und Schattenspiel lebt, sich ganz anders darstellt. Aber zurück zu unserem ersten Beispiel. Die Tonwerte Ihres Bildes werden Ihnen im Histogramm folgendermaßen angezeigt. Im linken Bereich sehen Sie die dunklen Farbtöne, also sprich, gehen bis in den unteren schwarzen Bereich. Das geht über die Mitteltöne weiter bis ganz rechts zum Weiß, also zu den ganz hellen Farbtönen. Und entsprechend Ihrer Kurven und Berge, die Sie im Histogramm sehen, sehen Sie, wie die Tonwerte hier verteilt sind. In meinem jetzigen Bild sehe ich also, ich habe keine große Verteilung in sehr dunklen Tiefen oder sehr hellen Weißtönen, aber ich habe schon eine gleichmäßige Verteilung in dunklen Farbtönen und habe gerade in den helleren Mitteltönen sehr viel farbliche Varianten. Das heißt, die Farbe im Bild spielt sich hier in erster Linie im oberen Tonwertbereich, also in den hellen Mitteltönen ab. Und wer das Histogramm noch etwas genauer lesen möchte, kann das auch hier erkennen. Sie sehen hier, dass ich einen starken Blauanteil habe und der ist natürlich auch im Bild zu erkennen, weil ich hier einen großen Himmelsanteil habe. Der Rot- und Grünberg hier zusammen, der ergibt halt einen schönen Gelbton und das ist das, was ich in den hellen Mitteltönen hier in den ganzen Sandfarben finde. Aber das ist alles nur was für Statistiker. Mir geht es ja beim Histogramm darum, ob ich eventuelle Informationen über notwendige Korrekturschritte hier erfahren kann. In diesem Bild sehe ich einfach, dieses Bild ist ausgeglichen. Das heißt, ich habe keine problematischen Tiefen, alles läuft langsam bis zum Schwarz aus, ich habe keine problematischen Lichter, die hier angeschnitten sind, und ich habe einen ausgeglichenen mittleren Bereich. Das könnte eher das Problem dieses Bildes sein, dass es in den Mitteltönen zu ausgeglichen ist und dass ich eventuell ein bisschen an der Gradation arbeiten werde, um den Kontrast in den Mitteltönen herauszuarbeiten. Wenn Sie aber so ein Histogramm sehen, dann sind keinerlei Warnzeichen vorhanden. Das sieht relativ gut aus. Das heißt, Sie können jetzt anfangen, vorausgesetzt Sie arbeiten auf einem kalibrierten Monitor, nach Optik Ihr Bild weiter zu korrigieren. Nehmen wir uns mal ein anderes Motiv vor. Ich gehe mal hier einen Schritt weiter runter. Das Bild sieht auf den ersten Blick sehr schön aus. Wenn ich mir das Histogramm angucke, sehe ich da auch eine recht gleichmäßige Verteilung, einen recht gleichmäßigen Anstieg. Was mir hier aber deutlich wird, ist, dass offensichtlich in dem Bild keinerlei Lichter vertreten sind oder kaum Lichter vertreten sind. Das muss kein Fehler sein. Es kann ja durchaus mal sein, dass Sie etwas fotografieren, wo keine hellen Weißtöne oder keine hellen Lichter vorhanden sind. Dennoch fällt mir hier schon auf, wenn ich das Histogramm sehe, dass die richtig hellen Farbtöne in diesem Bild fehlen und ich habe ja durchaus Weißanteile, die diese Tonwerte bekommen könnten. Das heißt, hier würde ich jetzt als erstes eine Entwicklung stattfinden lassen, die die hellen Farbtöne bevorzugen. Und das ist in erster Linie natürlich eine Belichtungsanhebung. Wenn ich mit der Belichtung spiele, sehen Sie, dass das Histogramm sich bewegt. Der gesamte Tonwertumfang wird jetzt in die Höhe nach oben zu den Lichtern hin korrigiert. Trotzdem werden immer die Tiefen beibehalten, sodass ich niemals das Histogramm insgesamt verschiebe und dadurch die Tiefen verliere. Das heißt, ich könnte jetzt eine reine Belichtungskorrektur machen, um die Lichter hier anzuheben, um näher in diesen hellen Bereich zu kommen, kann das aber auch wirklich optisch entscheiden, wie stark ich das korrigieren möchte. Es gibt eine weitere Korrektur, die in solchen Fällen sehr
Günstig ist nämlich eine Gradationskorrektur. Ich wechsle hier mal von den Grundeinstellungen auf die Gradationskurve und kann jetzt hier in den einzelnen Tonwertsegmenten anfassen. Sie sehen, dass in der Gradationskurve ich 4/4 habe, die verschiedene Tonwertsegmente bearbeiten. Wenn meine Schatten und Tiefen für mich okay sind, ich aber insgesamt in den Lichtern korrigieren möchte, kann ich jetzt also nur einen Schieberegler regeln. Und achten Sie mal bitte, während ich den Schieberegler hochziehe auf das Histogramm, Sie sehen, dass in erster Linie jetzt die hellen Tonwerte nach oben gezogen werden und so mein Histogramm sich wirklich von unten von den Tiefen bis zu den Lichtern erstreckt. In der Gradationskurve zeichnet sich das entsprechend dadurch aus, dass nach dem Verlassen der mittleren Tonwerte die Gradationskurve ansteigt und hier die hellen Töne nach oben gezogen sind. Dies ist eine typische Korrektur für Histogramme, für Tonwertverteilung, wo ich einen Verlust an Lichtern oder einen Verlust an Tiefen habe. Hier geht es also darum, erstmal die Tonwerte in eine bestimmte Richtung zu zwängen, aber natürlich immer konform zum Bild. Es nützt Ihnen nichts, wenn Sie weiße Tonwerte erzeugen, wenn die im Bild gar nicht vorhanden sind. Ein weiteres Beispiel. Ich gehe mal zum unteren Bild hier. Wir sehen schon, dieses Bild lebt von Licht und Schatten. Das kann problematisch werden. Ob es problematisch ist, das sagt mir wiederum das Histogramm. Und wir sehen hier, das sieht auch ziemlich problematisch aus. Warum sieht das problematisch aus? Sie haben in den zwei Beispielen vorher gesehen, dass sich die Tonwerte zu den Tiefen, also zum Schwarz und zum Weiß, immer irgendwie abgesenkt haben. Das heißt, die Tonwerte sind ausgelaufen. Ich hatte gar keine bis wenige Bildbereiche, die wirklich ein reines Schwarz oder ein reines Weiß besitzen. Was ist nun schlimm am reinen Weiß oder reinem Schwarz? Ganz einfach, Sie haben keine Zeichnung mehr da drin. Im reinen Schwarz oder reinen Weiß ist keinerlei Abstufung mehr vorhanden. Das heißt, in einem Abzug, in einem Druck, können Ihnen diese Bereiche gerne mal zulaufen für die Schatten oder ausfressen für die Lichter. Das heißt, Sie müssten hier schon genau prüfen, welche Bereiche in meinem Bild sind das, muss ich die korrigieren oder sind die für dieses Bild okay, soll es da so schwarz und so duster sein. Ein sehr schneller Weg, das zu korrigieren, ist hier in den Tiefen und Lichtern die kleinen Dreiecke zu aktivieren. Das sind die Warnungen für die Tiefenbeschneidung und für die Lichterbeschneidung. Hier werden Ihnen genau die Bildbereiche angezeigt, wo einer der Kanäle ganz am unteren oder oberen Tonwertbereich ist. Nun werden Sie wahrscheinlich sagen, wieso ist denn jetzt der blaue Himmel hier markiert, der ist doch überhaupt nicht weiß. Es geht wie gesagt darum, ob einer der Kanäle in den ganz gesättigten Bereich reingeht. Das wäre in meinem Fall der blaue Kanal, der sich da auch zeigt. Das heißt, ich brauche jetzt auch noch eine andere Möglichkeit herauszufinden, ob diese Tonwerte wirklich in den weißen beschnittenen Bereich gehen oder in den schwarzen beschnittenen Bereich gehen. Und das ist ganz einfach, wenn Sie nämlich in den Korrekturen sind, können Sie das ganz leicht abprüfen. Zur Steuerung der äußersten Tonwertbereiche wie den Lichtern und den Tiefen sind der Belichtungsregler und der Schwarzregler zuständig. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, den Belichtungsregler und den Schwarzregler jeweils mit gedrückter Alt-Taste zu korrigieren. Wenn ich die Alt-Taste drücke, bevor ich den Regler bewege, bekomme ich genau wieder meine beschnittenen Kanäle angezeigt und sehe hier auch ganz eindeutig, im Himmelsbereich ist es nur der Blaukanal, der hier voll ausgenutzt ist. Ich bekomme also keine Probleme. Probleme bekomme ich erst dann, wenn irgendwo im Bild sich weiße Bereiche erzeugen. Wie zum Beispiel hier, Sie sehen, ich ziehe die Belichtung an, das Bild wäre jetzt ganz, ganz hell. Und im vorderen Säulenbereich würden jetzt alle drei Kanäle so angezogen sein, dass Sie hier weiße ausgefressene Lichter bekommen würden. Das ist also ein sehr guter Indikator und ich kann über diesen Indikator sehen, obwohl hier mein Histogramm mir sagt, ich stoße mir die Nase an den Lichtern, ist es trotzdem für mich nicht problematisch. Das gleiche überprüfe ich nochmal für das Schwarz. Auch hier drücke ich die Alt-Taste und hier sehe ich, es wird problematisch in dem oberen Deckenbereich. Die kleinen Details, die Sie am Bild an den Säulen sehen, die sind nicht problematisch, weil diese eher für satte Details zuständig sind. Um jetzt die Tiefen hier zu verlassen, um den Deckenbereich nicht so problematisch erscheinen zu lassen, kann ich den Schwarzregler einfach zurückziehen. Sie sehen jetzt zwei Sachen. Einerseits erscheinen jetzt im Vorschaubild viel weniger schwarze Pixel. Andererseits bewegt sich auch das Histogramm, nämlich aus dem beschnittenen Bereich hinaus. Überprüfen Sie dieses immer optisch, ob dieses Ihrem Bild gut tut oder ob Sie diese Tiefen auch noch vertragen können. Aber das ist die schnellste Korrektur,
wenn sie beschnittene Lichter oder Tiefen haben. Und dann kommt eine generelle Betrachtung des Histogramms noch hinzu, nämlich, wo befinden sich meine hauptsächlichen Tonwerte? In meinem Fall habe ich einen großen Klumpen von Tonwerten hier im dunkleren Bereich, das ist klar, ich habe einen großen Schattenbereich fotografiert. Aber ich könnte jetzt, wenn ich den ein wenig aufhellen möchte, natürlich auch hier explizit rangehen, das tue ich auch wieder über mehrere Korrekturen. Das eine wäre das sogenannte Fülllicht, das mich aus dem tiefen, aus den unteren Tonwertbereichen in den mittleren Tonwertbereich zieht. Und Sie sehen, wie sich das Histogramm verändert. Die Tiefen explizit wandern sehr schnell in den mittleren Bereich, während die oberen Tonwertbereiche dort bleiben. Ebenso helle ich im Bild in erster Linie nur die Schatten auf und korrigiere sie so. Das wäre eine Korrektur, die andere Möglichkeit sind wieder die Gradationskurven. Und hier fasse ich natürlich jetzt einfach den Tonwertbereich an, der dafür wichtig ist, das ist das unterste Viertel und das unterste Viertel sind die Tiefen. Also regle ich auch hier entsprechend den Regler und Sie sehen, auch so kann ich wirklich nur einen bestimmten Tonwertbereich angreifen. Hier werden die mittleren und hellen Farbtöne überhaupt nicht beeinflusst. Das heißt, ich muss ein bisschen darauf achten, dass mir auch die Schatten hier nicht abflachen in einem Übergangsbereich. Aber dennoch kann ich halt hier wirklich sehr, sehr explizit auf Schattenbereiche eingehen und das Ganze korrigieren. Die Möglichkeiten der Korrektur im RAW-Converter, die sind vielfältig. Und Sie sehen auf diesem Training ja in vielen Lektionen verschiedenste Ansätze für Korrekturen. Wichtig in dieser Lektion ist, dass Sie den Zusammenhang verstehen zwischen der Statistik der Tonwerte, also Ihrer ersten objektiven Information über die Tonwerte im Bild, und dann den darauf folgenden Korrekturen.